Okay, suchen wir was für die Spontis raus. Da ist was. Das schaut nach Kork aus. Also. Ah, den hat mir der Jens geschickt. Weingut Brüssel, Bechtheimer Spätburgunder, quasi Ortswein. Boah, probieren wir mal. So, ihr habt es ja gesehen. Spontizeit, Spätburgunderzeit heute. Plopp. Aha. Ah, eigener Korken, sehr cool. Wir haben heute im Glas, noch nicht im Glas, aber gleich im Glas, passend zur T-Shirt-Farbe Weingut Brüssel, Bechtheimer Spätburgunder, Edition Korkbordell. Korkbordell, auch ein Weinblock, den die Janine Brüssel, also den Wein mit, zusammen eben mit dem Blog, mit den beiden Bloggern kreiert hat. Ich habe den Wein vom Jens geschickt bekommen. Das machen wir hin und wieder mal, dass wir uns einfach mal ein Fläschchen zuschicken. Vielen Dank, Jens. Bin sehr gespannt. Und ja, ich finde es auch irgendwie immer ganz cool, wenn man auf einmal so eine Flaschenpost quasi hat, wenn der Postbote was bringt, womit man eigentlich gar nicht rechnet. Und dann hat man auf einmal eine Flasche Wein da und freut sich und schickt dann was zurück und beziehungsweise umgekehrt. Sehr schöne Sache. Also ich finde sowas immer toll. Freut mich, wenn irgendjemand das auch mal weiterführen möchte. Also ich schicke auch ganz gern einfach mal was vorbei. Also wenn ihr Lust habt, schreibt einfach. Wir haben hier einen Spätburgunder aus Rheinhessen. Das Weingut haben wir auch schon ein, zwei Mal hier präsentiert. Machen schöne Weine, also wirklich sehr schöne Weine. Die Janine Brüssel ist auch vom Preis her wirklich sehr, sehr human, sage ich jetzt mal. Wir haben hier einen Spätburgunder Jahrgang 2018. Der war 12 Monate im Barriquefass und dann nochmal 12 Monate auf der Flasche. Und wenn er hinschaut, Spätburgunder. Sage ich oft, finde ich aber wichtig. Übrigens, ich komme jetzt wieder zu den Gläsern hier, weil ich hatte mir letztes Jahr mal Gläser gekauft. Das ist jetzt von 6 Gläsern sind 5 in der Spülmaschine leider lidiert worden. Bin ich ein bisschen sauer. Jetzt komme ich wieder zu unseren alten Gläsern zurück, weil die halten einfach ein bisschen besser und sind jetzt für den Weinblogger, sage ich jetzt mal, auch gar nicht so verkehrt. Von der Nase her hat es so schon so ein bisschen was, also schon kirschiges, sauerkirschiges ist ein bisschen dabei, aber ich finde persönlich so ein bisschen ist noch mehr dabei. Da ist auch so ein bisschen was Kakaomäßiges dabei, so leichte Kakaonoten, aber auch so leichte Lakritz-Variante. Ja, die Lakritze kommt so ein bisschen. Bisschen schläg auch. Schön Spätburgunder. Schöner Spätburgunder, der macht Spaß. Da bin ich mir sicher. Schöne Säure. Schön. Ein bisschen, sage ich jetzt mal, vom Pinot-Charakter her ist jetzt eher nicht so das warme, wonnige, sondern das kühle, kantige, bisschen straightere, sage ich jetzt mal, vom Geschmack her ist jetzt ein Wein, der mir schon Spaß macht. Also muss ich wirklich sagen. Ja,
wirklich sehr frisch auch von der Stilistik her. Und das Ganze so um die 10 Euro. Also da kriegt er echt einen schönen Wein ins Glas. Fließgeschwindigkeit hat er auch. 12,5 Alkohol, also vom Alkohol sehr moderat für einen Rotwein. Ne, also sehr schöner Ortswein, hat Potenzial nach oben. Würde ich jetzt so noch nicht in den 40ern sehen, aber ich wäre hier so bei den 38,5. Ja, 39 Punkte bei uns auf unserer Skala. Könnt ihr überhaupt nicht meckern für das Geld, bekommt ihr einen schönen Spätburgunder. Ich würde mal sagen, Spätburgunder für Rieslingtrinker. Sage ich jetzt mal in den Raum hier einfach mal so rein. Macht Spaß. Ja, erster Wein für heute. Ich gebe ab an den Ralf. Mal schauen, was der euch bringt. Und dann melde ich mich noch zu einem zweiten Wein später. Bis denn. Ja, salut zusammen. Herzlich willkommen. Heute mal aus dem Atelier. Der erste Sponti, der war wirklich auch ein spontaner Kauf. Ich war vorhin noch in einem Bioladen. Und da habe ich gesehen, die haben auch Wein in Mödling. Und der hier ist vom Weingut Norbert Stock. Als Adresse ist hier Mödling. Und ein Rotgipfler exklusiv 2015. Ich zeige euch den mal. Ganz charakteristisch der Eselkopf auf den Etiketten. Ich habe versucht, ein bisschen rauszukriegen über den Winzer. Und er ist ein Quereinsteiger, hat 3 Hektar. Die Weinberge sind in Gumpoldskirchen, Thermenregion. Und zwar auf dem Anhänger und auf dem Eichkogel. Also eigentlich ziemlich gute Lagen. Als Sorten baut er eben die typischen Rebsorten an der Thermenregion. Das sind Rotgipfler, Zierfandler, Riesling hat er noch, Grünveltliner, da kommt es da nicht drum rum. Bisschen Zweigelt, ja, und dann noch so ein bisschen was. Er selbst ist, glaube ich, Architekt und Künstler und auch Biobauer im landwirtschaftlichen Bereich und hat das Weingut vor 10 Jahren gegründet mit seiner damaligen Lebenspartnerin. Und ja, mittlerweile hat er das Weingut alleine. Und das Besondere ist, er hält eben auch Esel. Man kann also Eselwanderungen mit ihm unternehmen. Wir haben auch schon mal auf Esel aufgepasst. Unheimlich faszinierende Tiere. Und ja, Bioweingut, arbeitet aber eigentlich schon biodynamisch. Die Weine sind sämtlich spontan vergoren. Entweder vergären sie im großen österreichischen Holzfass oder in Amphoren. Ja, der hier ist jetzt aus dem großen Holzfass, hat um die 10 Euro gekostet. Und ich habe mir gedacht, das probierst du mal. Also ich habe gelesen, er gibt den Wein so ein bisschen ein Orange-Wein-Charakter.
Also es ist nicht ganz Orange Wein, aber es ist auf jeden Fall Naturwein. Hat ein sehr starkes Quitten-Aroma. Ja, die Quitte ist da. Birne. Gar nicht so sehr jetzt, also beim Rotgipfel hast du eigentlich öfter so die mehr exotischen Früchte. Also das hier klingt nach, oder riecht nach heimischem Obst. Oh. Er hat was, du. Der hat echt was. Ist nicht ganz trocken. Da steht noch nichts von trocken drauf. Und enthält Sulfite, also ist geschwefelt. 13% Alkohol, doch. Trocken. Aber fränkisch trocken ist er nicht. Aber traditionell werden ja Rotgipfler und Zierpfandler in der Thermregion mit so ein bisschen Restsüße hinten ausgebaut. Und die hat er. Wirkt total interessant. Jetzt kommen auch die exotischen Aromen, für die Rotgipfel eigentlich bekannt ist. Schmeckt überhaupt nicht parfümiert oder so. Schöner Wein, wirklich sehr interessant. Säure ist jetzt nicht so hoch als normal. Rotgipfler, manche gehen so ein bisschen in die Richtung wie manche Chardonnays. Und da geht er auch hin. Ja, obwohl ist schon ein Rotgipfler. Ja. Für 10 Euro. Schönes Weinerlebnis. Kriegt von mir die 38. Das Weingut würde mich ja echt mal interessieren. Nachdem ich noch in Mödling bin. Mal schauen. Vielleicht klappt es mal mit einem Besuch. Wie gesagt, 38 Punkte. Schöner Wein. Ich gebe weiter zum Burkhardt und melde mich dann nochmal mit dem zweiten Sportteam. Bis später. So, zweiter Wein bei den Weinspontis. Was Spanisches. Und zu dem Wein muss ich jetzt sagen, der lag schon einige Zeit im Keller. Wir haben hier eine Reserva 2007 von La Rioja Alta. Seht ihr hier? Ihr seht schon, die Flasche ist inzwischen leer. Ein Minia Ardanza, so heißt der hier, ist eine Cuvée aus 80% Tempranillo und 20% Garnacha. Der Wein kommt nach, also die Gärung findet im Edelstahl statt und danach kommt der Wein, also die Garnacha-Reben werden 30 Monate im Barrique ausgebaut, amerikanisches Barrique, und die Tempranillo-Rebe. Der Tempranillo wird dann eben für 36 Monate ins Barrique gesteckt. Danach wird es eben küvettiert. Zu dem Wein muss ich sagen, der Wein, der hat vorhin zu Tapas sehr wunderbar gemundet. Also richtig toll, selbstgemachte Tapas, hat da echt Spaß gemacht. 2007, ein wunderbarer Jahrgang. Also wirklich, der steht da wie eine Eins. Das einzige Blöde war, der Korken war ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Also das untere
Viertel, sage ich jetzt mal, das war ist leider stecken geblieben. Deswegen musste man die Flasche umfüllen. Wäre es uns ein bisschen schade gewesen. Und ja, also der Wein war schon richtig klasse. Ich habe hier schon mal was im Glas, also ich habe den direkt ins Glas umgefüllt. Von der Farbe her seht ihr, das ist schon speziell, also richtig schön dunkles, vollmundiges Rot. Von der Nase her wirklich so richtig schöne dunkle Beeren, aber auch sowas, eben was sehr Schokoladiges, was sehr Kakaomäßiges, Kaffee, so. Richtig, richtig schön, kräftig, aber nicht so erschlagend, sondern so elegant noch dazu. Wir haben hier einen Wein, der ist, naja, der ist quasi 14 Jahre alt, also ist jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, 12 Jahre auf der Flasche. Nee, länger, nee, kürzer, 11 Jahre auf der Flasche. Ist schon echt eine Leistung und ich finde, der ist noch top da und der könnte noch länger. Der kann noch viel länger liegen, gar kein Problem. Müsst ihr einfach schauen, nur auf den Korken achten. Der Wein ist super, der ist wirklich richtig, richtig klasse gerade. Macht total Spaß. Müsst ihr schauen, was der aktuelle Jahrgang so kostet. Ich glaube, 2012er kriegt er gerade ganz gut. So für 25 Euro bekommt er den. Müsst ihr mal schauen im Internet. Nase ist wunderbar. Also wie gesagt, Tapas ganz toll. Die typischen Fleischgerichte, Lamm, Schwein, Rind, geschmort, gebraten. Allrounder. Der passt einfach zu ganz vielen Sachen. Natürlich, wenn es mit so leichten spanischen Anklängen im Essen ist, immer eine tolle Sache. Und die Nase ist wirklich toll. Also wirklich. Ich komme ins Schwenken. Also wirklich. Wirklich schön. Nicht überladen. Er ist elegant. Er ist, obwohl er so eine kräftige Note hat, ist er. Hat er so eine Spritzigkeit, so eine Leichtigkeit einfach. Und das macht einen richtig schön. Also wirklich Kompliment. Ganz toller Wein, ganz toller Rioja. Absolute Empfehlung. Ich würde jetzt hier schon etwas höher einsteigen. Also ich würde ja schon bei den 44 Punkten landen. Einfach schönes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr bekommt einfach richtig, einen richtig tollen Rotwein für etwas über 20 Euro. Der ist einfach klasse und der hat Lagerungspotenzial. Könnt ihr einfach mal mit Sicherheit 20 Jahre einfach mal im Keller liegen lassen. Das ist super. Ganz klasse. Also wirklich 44 Punkte. Kompliment. So Rotwein macht Spaß. Ich gebe ab an den Ralf. Mal gucken, ob der noch was Schönes für euch hat. Ich bin mir ganz sicher, da hat er was. Also, passt auf euch auf, bleibt gesund und abonniert Werner Vino. Bis dahin, macht's gut, ciao. Ja, hallo, servus. Heute mal wieder eine Sendung aus dem Atelier. Also ich fand den Wein jetzt sehr überraschend. Wir haben ja schon sehr oft vom Christian Stahl berichtet. Und das ist ein Wein, den habe ich 2015 gekauft. Und zwar den damals 10er, die Scheurebe. Und dieser hier heißt Whiteout. Whiteout ist, glaube ich, das Phänomen im Winter. Wenn aufgrund nebliger Partikel und der weißen Schneeoberfläche der Horizont verschwindet und alles eine einheitliche Fläche wird. Ist aber, glaube ich, auch ein amerikanischer Thriller. Jetzt, das ist Jahrgang 14. Ja. Und
Scheurebe wird ja oft oder eigentlich fast immer jung getrunken. So mit schönen Aromen. Entweder schwarze Johannisbeere, ganz traditionell. Oder Grapefruit, also bei modernen Scheureben ist sehr stark die Grapefruit drin. Ja, manchmal auch Paprika. Und ich war mir nicht sicher, 2014, wie wird der wohl sein? Der Wein, der hat mich sehr überrascht. Dazu muss man wissen, Scheurebe ist ja eine Kreuzung aus Riesling und der Bouquet-Traube. Ja, Bouquet-Traube, habe ich nachgeschaut. Was ist jetzt die Bouquet-Traube? Die Bouquet-Traube ist eine Kreuzung wiederum aus Silvaner und Trollinger. Und jetzt diese gereifte Scheurebe, die entwickelt eigentlich sehr interessante Aromen. Also teilweise erinnert sie an einen Sauvignon Blanc, der etwas gereift hat. Und teilweise kommt da aber auch... Moment, müssen wir mal... Ja, die Nase ist... Er geht jetzt mehr in die mineralische Richtung. Der Wein, also die Scheurebe, kommt vom Muschelkalk. Und in der Nase hast du Muschelkalk. Und es kommt ein bisschen Birne dazu. Also eigentlich die Nase, ganz, ganz klassische Gerüche oder Aromen, die an Silvaner, an Muschelkalk-Silvaner erinnern. Wein hat noch eine schöne Säure und der Geschmack hat ein bisschen Karamell dazu bekommen. Karamell, wir haben gelbe Früchte und wir haben Birne. Ja, und eine schöne Säure dazu. Also ich finde es eigentlich eine recht wilde Mischung. Aber schmeckt klasse. Schmeckt wirklich klasse. Und ich habe gedacht, muss ich euch von erzählen. Bepunktelung ist sicherlich schwierig. Naja, so schwierig auch nicht. Also wie bei allen Weinen von Christian hat der Fließgeschwindigkeit. Damals im Einkauf irgendwas um die 10 Euro gekostet. Ich weiß nicht, wie die Preise jetzt sind. Aber es zeigt sich, Stahlweine können altern und kriegen dann eigentlich recht, recht interessante Komponenten. Ist für mich ein schöner... Ein schöner 42er. Er ist halt ein bisschen schräg von den Aromen her, aber schon interessant. Und du kriegst richtig Lust, davon was zu trinken. Bestimmt auch universell einsetzbar. Also hat mich verblüfft. Der Wein ist schön gereift. Ja, bis zum nächsten Sponti. Trinkt's mehr Scheurebe, auch gereift.